Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und jetzt ist gerade abends 22.38 Uhr und ich habe mir gedacht, ich wäre heute mal wieder eine ganz spezielle Folge. Für meinen YouTube-Kanal drehen. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und eigentlich habe ich überhaupt keine Kraft mehr und bin total müde und im Po, im Arsch, sagen wir, nennen wir das Kind bei Namen. Ne? Deswegen werde ich mir erstmal noch ein Bierchen aufmachen und habe mir heute was ganz Besonderes überlegt. Wir wollen nämlich mal auf YouTube vorbeischauen, was ich so mitbekommen habe. Was so für Pokémon Go YouTuber unterwegs sind, außer ich selber, ne? Nein, aber wer hat mich denn inspiriert, dass ich überhaupt angefangen habe mit Pokémon Go Videos? Wen gucke ich denn selber gerne? Wen kenne ich, finde ich aber nicht so krass? Oder wen kenne ich eigentlich noch gar nicht? Und habe ich jetzt nur mal so gehört und würde mir vielleicht in nächster Zeit auch mehr davon angucken? Darauf erstmal ein Prost, ne? Grüße gehen natürlich raus an den Dicken. Ich hoffe, der guckt meine Videos auch immer noch regelmäßig. Ich höre und sehe leider in letzter Zeit kaum noch was von ihm. Aber egal, wir gehen jetzt einfach mal hier auf YouTube. Ich habe das ja schon vorbereitet. Und wenn ich hier mal auf die Lupe gehe, seht ihr schon ein paar Suchanfragen. Da sind also Leute dabei, um die es heute geht. Und wir fangen mal ganz von hinten an. Ich werde mich dann nach vorne vorarbeiten, durcharbeiten, wie auch immer. Und ganz am Ende steht Pookie auf meiner Liste. Kennt ihr noch Pookie? Pookie damals immer Pokémon Go Videos gemacht. Und ihr seht, mittlerweile Pookie eigentlich richtig krass. 724.000 Abonnenten. Aber er hat schon seinen Namen geändert und heißt jetzt einfach nur noch Pookie Brawl Stars. Das ist nämlich das Besondere auch am Pookie. Der hat nämlich einfach immer nur das gemacht, was gerade in den Trends war, immer nur das, was gerade gehypt war. Und er hat leider irgendwie nie so wirklich die Leidenschaft für Pokémon gehabt. So hatte man das zumindest im Gefühl. Das war etwas, was ich bei ihm eigentlich cool fand am Anfang, als ich seine Videos so geguckt habe. Wenn er bei Pokémon rumgelaufen ist, er hat einfach die Kamera genommen, ist einfach los, hat irgendwas gefilmt, hat wirklich keine Ahnung gehabt von nichts, so kam es zumindest immer rüber, hat einfach irgendwas gemacht. Er mit seiner Zahnspange als kleiner Bubi da rumgerannt und hä? Und total, und das fand ich eigentlich amüsant. Aber seitdem der dann Zuspruch bekommen hat und mehr Zuschauer, hat er wirklich Videos nur noch so hingerotzt und einfach, weiß ich nicht, das war wirklich nur noch Massenware. Der hat dann wirklich, man hat wirklich, wirklich gemerkt, dass er eigentlich wirklich gar keine Ahnung hat und ihm das auch total egal ist, weil ihm das Spiel sowieso nichts gibt und er sich mit dem Spiel auch überhaupt nicht auseinandersetzen möchte. Er einfach nur drauf gegeiert hat, das bringt gerade Klicks, also mache ich das. Und als es dann nicht mehr so viel Klicks gebracht hat, dann ging es plötzlich darum und Clash Royale und sonst was und hin und her. Und jedes Mal wird der Accountname geändert und der ganze YouTube-Kanal umgestellt. Jetzt mittlerweile ist er bei Brawl Stars gelandet. Ich weiß selber nicht mal, was Brawl Stars überhaupt ist. Scheint aber Klicks zu bringen. Deswegen Pookie, der ja einfach keine Pokémon-Go-Videos mehr macht, auf dem letzten Platz. Fand ich aber mal gut, hat mich damals interessiert. Den habe ich mir abends immer mal gegönnt, wie er da in Graz auf seinem auf dem Marktplatz rumgerannt ist oder mit seinen Homies. Und der hat eigentlich auch immer krasse Ausbeuten gehabt und dann Dragoran einfach mal verschickt, als er eine Wette verloren hat. Also Pugi war mal krass, finde ich leider jetzt total uninteressant, was aus ihm geworden ist. Trotzdem Glückwunsch natürlich zu dem Erfolg, dass das, was er jetzt macht, ihm wirklich was bringt. Dass er sich da irgendwelche komischen Boxen bestellen kann und auspacken, Mystery-Boxen für 2 Millionen Euro. Und dass er so viele Abonnenten hat und so viele Aufrufe und alles Mögliche. Mein Geschmack ist es nicht mehr. Ich habe mit Pugi nichts mehr am Hut, den gucke ich mir nicht mehr an. Habe ich auch nicht mehr abonniert, schon seit Ewigkeiten nicht mehr. War mal cool, jetzt nicht mehr für mich, also auf dem letzten Platz. Pookie, deswegen habe ich da jetzt auch nicht in Videos reingeguckt. Was wir bei anderen Leuten aber machen wollen auf jeden Fall.
Als nächstes kommen wir zur ersten Dame in der Runde. Das ist nämlich die Melanie Chaos Lady. Die hat jetzt hier 3530 Abonnenten. Und da möchte ich mal kurz auf Videos gehen. Was hat sie denn zuletzt so hochgeladen? Feldforschungen November und Dezember. Vor 10 Stunden, okay. Let's Play Zelda, okay. Ausbeute, kolossale Entdeckung. Konnte ich ein Shiny fangen? Vor einem Tag 296 Aufrufe. Dafür, dass die über 3000 Abonnenten hat und ich gerade mal 800 Abonnenten, haben wir fast die gleichen Aufrufe und Anzahlen an Aufrufen. Obwohl mit so viel Abonnenten müsstet ihr eigentlich deutlich mehr Aufrufe haben. Da habe ich vorhin ganz kurz mal reingeguckt. Ich gucke auch jetzt noch mal ganz kurz rein. Ich helfe dir, das Mädchen zu beschützen. Digga, Terminator 6, da war ich im Kino. Dorthin zu fahren. Das heißt aber auch, dass mein Livestream, der normalerweise um 18 Uhr losgeht, eventuell ziemlich verzögert losgeht. Weil der X-Rate fängt um 17 Uhr an. Ihr seht also hier, sie hat auf der rechten Seite auf jeden Fall ein Bild. In der Mitte ihren Spielebildschirm. Links Fotos eingeblendet nochmal. Man sieht sie jetzt zum Beispiel nicht draußen rumrennen und irgendwas da machen. Scrollen mal ein bisschen in dem Video rum. Es sind wieder zu wenig Raids aufgetaucht. Und wenn ein Raid aufgetaucht ist, dann ist es der falsche Rege gewesen. Weil, was ist das Logischste, was man macht, wenn man ein Shiny Richie-Steel schon hat? Genau, kein Richie-Steel-Raid mehr machen. War eine doofe Sache, weil irgendwie war das das häufigste Pokémon. War eine doofe Sache, Bei Melanie Chaos Lady, ich will jetzt nicht gemein sein und bösartig, aber alter Schweizer, der reißt hier die halbe Wohnung auseinander. Bei Melanie Chaos Lady, ich will nichts Böses sagen, aber ich denke mal, sie hat einfach wirklich nur so viele Abonnenten, weil sie eine Frau ist, weil sie eine Dame ist. Ich habe mir damals mal Sachen von ihr angeguckt, ich fand das qualitativ wirklich richtig unterirdisch. Aber sie hat schon immer Abonnenten gehabt und Abonnenten angezogen. Und Leute haben sich gefreut. Wenn ich das mit anderen Leuten vergleiche, was die manchmal so für Videos machen und raushauen, die deutlich weniger Abonnenten haben, habe ich das einfach nicht verstanden. Auch wie sie sich gibt in den Videos, wie sie redet, wie sie so sich präsentiert, alles hin und her. Manchmal denke ich wirklich auch, dass sie sich nicht so präsentieren kann. Sie kann vor der Kamera also halt nicht wirklich überzeugend reden und sie stellt da nicht wirklich was dar und sie ist da ein bisschen verloren, weiß überhaupt nicht, was sie sagen soll und dann wirkt es ein bisschen unbeholfen, sage ich mal. Kann natürlich nur so viele Videos, die alle 10 Millionen, 1000 Videos gehen. Oh, Halloween-Event! Aber gut, das ist schon wieder was von Wizards Unite, aber das macht ihr ja natürlich auch. Wir gucken hier mal rein, weil wir da was von ihr sehen direkt. Herzlich willkommen zu einem Livestream Harry Potter Wizards Unite. Ich bin Chaos Lady. Ich habe ein bisschen Zeit, 22 Minuten in etwa. Ich möchte euch mein Fazit vom letzten Event schnell zeigen und währenddessen noch ein bisschen das aktuelle Event starten. Weil mein Kollege muss leider noch mal einkaufen gehen. Und jetzt fällt mir schon in den ersten paar Minuten auf, irgendwie, das klingt alles halt so monoton und so gelangweilt und so, naja, keine Ahnung. Also mich persönlich als Zuschauer würde das jetzt nicht fesseln, mich würde das nicht vom Hocker hauen. Für mich wäre das auch total uninteressant von der ganzen Vortragsweise. Ich meine, sie hat verschiedene Spielinhalte und so. Das halte ich ihr zugute. Sie gibt sich auch Mühe, auch mit ihren Livestreams und sonst was. Viele springen ja auf den Zug auf, wenn sie sagen einfach, oh, ich mache jetzt einfach mal Livestream, aber dann eine Stunde lang unbeholfen in der Gegend rumlaufen und das dann hochladen und so, ohne Inhalt, was dann total langweilig ist, ist halt auch nicht. Wenn man eine Stunde Livestream, dann sollte man eine Stunde lang auch unterhaltend sein, die Zuschauer erreichen und wirklich irgendwie präsent sein, aber nicht so, oh, ich bin jetzt eine Stunde da und naja und ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber auf jeden Fall
habe ich jetzt noch nie was von ihr gesehen, was so wirklich aus der Masse heraussticht und wo ich sagen kann, wow, jetzt kann ich verstehen, wieso die so viele Abonnenten hat. Ich wundere mich immer, warum sie so viele Abonnenten hat. Meiner Meinung nach eben, weil sie eine Dame ist und Männer, wir wissen ja alle, wie Männer sind, die drücken eh überall drauf, was zwei Hupen hat und deswegen ist nicht böse gemeint, aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil ihre Sachen hauen mich jetzt einfach nicht so vom Hocker. Trotzdem macht sie noch was, bleibt am Ball, ist eigentlich auch immer überall vertreten, wenn irgendwas ist oder so. Man hat auch Abwechslung auf ihrem Kanal. Für mich persönlich ist es jetzt aber leider nicht so interessant. Was haben wir als nächstes? Als nächstes, wir können ja mal das genau direkte Gegenbeispiel dazu nehmen, nämlich die nächste Dame, Sabrina Spiel. Die nehme ich auch jetzt, weil mit der habe ich eigentlich noch nie zu tun gehabt, kenne eigentlich gar nichts von ihr. Ich habe mal einen Kommentar unter einem Video bei mir von ihr gelesen und ich sehe sie öfters bei BisaFanTV. Bei ihr seht ihr zum Beispiel 2700 Abonnenten. Sie hat weniger als Chaos Lady. Wir gehen direkt mal auf den Kanal, drücken mal hier. Hier sehen wir, vor 3 Stunden hat sie einen Livestream geschalten. Mit 438 Aufrufen jetzt. Dann hat sie hier noch mein Regigigas-Tag. Der hat jetzt schon 1100 Aufrufe. Also das sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Obwohl sie trotzdem weniger Abonnenten hat als Chaos Lady, hat sie trotzdem deutlich mehr Aufrufe. Ihr habt hier auch 800, 700, 700, 1000, 1700. Jetzt gucken wir mal im Vergleich dazu einen Livestream von ihr an. Erfurt, die Erkältungssaison in Thüringen erreicht einen neuen Höhepunkt. Oder wir gucken erstmal Werbung. Die Anzahl der grippalen Infekte steigt rasant an. Schon bei den ersten Anzeichen einer Erkältung empfehlen wir daher Meditonsin. Ja, ich weiß, dass ich da auf Werbung überspringen drücken kann. Das wird noch eine Weile dauern. So. Hier, geh mal an Anfang. Hallo ihr Lieben, die Sabrina hier. Willkommen zu Pokémon Go auf dem Weg zum 5er. Aber leider nicht hier vorne. Das wäre ja zu einfach. Nein, wir müssen ungefähr 20 Minuten laufen. 55 beginnt der Raid. Und ich hoffe, ich schaffe es jetzt noch pünktlich, aber müsste eigentlich, ich muss es nur finden. Ja. Und ich dachte, ich laufe einfach mal hin und nutze die Gelegenheit mal wieder. Merkt ihr schon jetzt den direkten Unterschied? Eine nette Begrüßung, eine charmante Art und Weise, die wirkt einfach sympathisch, die kann sich gut artikulieren, die redet flüssig. Ich als Zuschauer höre der jetzt schon gerne zu und würde den Stream auch verfolgen und wundere mich da nicht, dass sie da so viele Zuschauer hat und so viele Aufrufzahlen. Da würde ich nicht sagen, es liegt daran, dass sie eine Frau ist. Gut, die hat sicherlich mehr Abonnenten als ich, weil sie eine Frau ist. Nein, aber sie stellt wenigstens was dar, sie bietet was, sie hört sich gut an, ist ja auch eine Hübsche, kann man ja mal dazu sagen, und wirkt auf mich einfach tausendmal besser, als wenn ich mir jetzt einen Stream von Chaos Lady angucke. Ich will ja Chaos Lady nichts Böses, aber es ist halt einfach für mich eine ganz andere Welt zwischen den beiden. Ein Livestream zu machen, das wird übrigens, die Vögel hatten wir ja, wir hatten alle eigentlich in einem Raid Day, warum die Regis nicht, also... Ich hoffe, sie kommen noch mal irgendwann. Vielleicht mit... Und ich kann da wirklich nichts Negatives finden oder irgendwas. Wir gucken mal in ein normales anderes Video. Hier die Ausbeute von der kolossalen Entdeckung. Oh nein, jetzt habe ich es gedreht. Hallo ihr Lieben, die Sabrina hier. Willkommen zu Pokémon. Ich muss es mal zurückdrehen. Digga, ich bin so dumm, das zurückzudrehen. Dreht sich um Regigigas, das Ticket-Event. Kolossale Event und es ist 11 Uhr, das heißt, es geht im Prinzip los. Wir fangen es ist 11 Uhr an, aber ich kann euch ja schon mal alles zeigen. Da wir nicht das erste Land sind, in dem dieses Event stattfindet, wissen wir auch schon kostenlose Presse. Und spulen wir mal vor. Und Shiny Check. Nein, 17,51. 17,51. Also ich muss ehrlich sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe bisher von ihr noch nie wirklich was gesehen, großartig. Ich werde aber jetzt mal einen Kommentar machen schon hier auf. Schon die ersten Anzeichen einer Erkältung. Meditonsin. Es wirkt, natürlich. Werbung. Das wird noch eine Weile.
Ich werde jetzt mal erstmal gebe ich hier mal einen Like bei dem Stream-Video. Dann werde ich auch mal einen Kommentar hinzufügen. So, sehr cooler Livestream. Weiter so, hast nen Abo. Cheers. Darauf erstmal ein Bierchen. Was ich nicht weiß, sie hat gar kein Abo von mir. Nein, aber das ist natürlich Spaß, das werden wir jetzt noch machen. Wenn wir hier mal zurückgehen. Oh, wieso bin ich denn nur so... Wo abonniere ich denn hier den Kanal? Mann, ach, da stand doch abonnieren. Genau, jetzt drücken wir mal hier drauf und abonnieren, die Sabrina spielt. Da freut sie sich. Glocke aktivieren wir jetzt nicht. Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. Finde ich aber auf jeden Fall... tausendmal besser als Chaos Lady, aber Chaos Lady wenigstens immer noch besser als Pookie. Die ist wenigstens trotzdem mit Herz und Seele dabei. Die müsste nur mal irgendwie, ja, weiß ich nicht, anders wirken, anders irgendwie präsent sein, so sage ich mal. Ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Da muss ich nichts dazu sagen. Wen haben wir dann als nächstes? Dann haben wir, woher kenne ich die Sabrina spielt? Eben habe ich schon gesagt, vom Bisa Flor vom Bisa Fan TV. Und Bisa Fan TV, den kenne ich ja vom GoFest, den habe ich ja da live getroffen. Und der hat ja um die, wo steht denn das? Sieht man jetzt die Abos nicht mehr. Der hat doch so viele Abonnenten, der hat doch hier 8000 irgendwas Abonnenten, also so viel wie Chaos Lady und Sabrina spielt zusammen. Aber er hat, wenn er mal so ein Video hochlädt, wie ihr seht, 160, 219, 300, 200, 500. Scheiße. Das ist, der hat, obwohl er so viele Abonnenten hat, auch trotzdem so wenig Aufrufe. Das finde ich auch wieder komisch. Das ist dieser Chaos-Lady-Effekt, der selbst bei BisaFanTV wirkt. Also die einzigste, die jetzt krass mit ihren Aufrufen gegenüber den Abonnenten ist, oder wo das irgendwie zeitgleich passiert und zusammenhängend ist, ist wirklich die Sabrina spielt. Eigentlich müsste die deswegen im Punkt vor ihm sein. Bei BisaFanTV, den fand ich immer cool. Der hat zwar eine richtig verkackte Qualität immer in seinen Videos, wenn der redet. Meistens filmt er wirklich nur seinen Bildschirm. Irgendwo im Hintergrund läuft irgendeine grottige Musik. Es kratzt alles, es ist übertönt. Die Leute sagen alle, boah, kauf dir ein Mikro, hör auf endlich YouTube zu machen. Der wird eigentlich so sehr gehatet. Dann gibt es aber auch einen kleinen Teil, der ihm Zuspruch gibt. Trotzdem hat er so viele Abonnenten. Was mir bei ihm aber extrem negativ immer ins Bild fällt, ist, der tut so oft irgendwelchen Mist in seine Titel schreiben. Clickbait, komplett 100% Clickbait meistens. Der faked so extrem mit Screens, mit Thumbnails einfach nur, wo ich mir denke, was macht der? Was ist mit dem nicht richtig? Und ähnlich wie bei Pookie versucht er meistens ja auch wirklich mit allen möglichen Mistklicks zu machen. Dass er einfach dann, ich meine gut, BisaFanTV reagiert auf irgendwas. Wenn er selbst ein Reaktionsvideo zu irgendwas hochlädt, das hat zwar alles nichts mit Pokémon zu tun und hin und her, aber es ist wenigstens seine Reaktion, das ist doch was Persönliches. Aber ich habe schon gesehen, dass der manchmal auch einfach nur irgendwelche Videos hochgeladen hat, die nicht von ihm sind. Da genau, zum Beispiel hier. Sutai isst Penistorte zum Geburtstag. Irgend so ein Drecksvideo aus dem Internet. Und dann kommt er an und lädt das einfach auf seinen Kanal hoch. Warum? Es ist nicht von ihm das Video. Er macht keine Reaktion dazu. Er lädt einfach nur ein fremdes Video hoch. Und das hat er in letzter Zeit schon ein paar Mal gemacht. Da, Gurkensohn-Zusammenbruch, bewusstlos. Warum lädt er so eine Scheiße hoch? Und dann kriegt er natürlich 23.000 Aufrufe, weil Gurkensohn ist ja bekannt, hat viele Abonnenten, viele kennen Gurkensohn. Und er kriegt also Klicks und Likes und wahrscheinlich auch eben Abonnenten, weil er einfach so einen Dreck hochlädt. Aber das finde ich einfach richtig behindert, das finde ich richtig verwerflich. Ich habe nichts gegen BisaFanTV, als ich den beim Dortmunder GoFest getroffen habe. Ich fand den so korrekt. Ich kam mit dem sofort so gut klar. Und
Weiß ich nicht, ich habe wirklich gedacht, ich kenne ihn schon mein ganzes Leben lang, wir sind da rumgelaufen, es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu zocken, wir sind beide einfach ein bisschen dämlich und so, aber was der mit seinem Kanal dann so macht, finde ich halt manchmal wirklich unter aller Sau. Genauso wie irgendwelche Sachen, wenn er immer so betrügt in diesen ganzen Thumbnails und dem ganzen Scheiß, dass er einfach hinschreibt, das erste Galar-Pokémon in Pokémon Go. Es gibt noch kein Galar-Pokémon in Pokémon Go. Es wurde dieses die Galar-Form von Ponyta gezeigt, dass die in die neuen Spiele kommt, Schwert und Schild in eins von beiden und für die Switch. Und vielleicht kommt dann irgendwann das mal in Pokémon Go. Ob es aber das erste sein wird, was in Pokémon Go kommt, oder ob nicht vielleicht doch Zickzacks oder Geradax oder Smogbock da mit dem Zylinder, was ja auch alles Galar-Formen sind, die auch eben vor dieser Ponyta-Form bekannt waren, ob die nicht vielleicht als erstes kommen oder ob alle gleichzeitig kommen, Ponyta und Zickzacks und Tic-Tacs und Schnickschnack, das weiß man noch gar nicht. Es gibt keine Infos darüber, aber er schreibt einfach in den Titel, das erste Galar-Pokémon in Pokémon Go. Schön mit einem, der Titel ist schon mal richtig behindert und dumm und falsch und fake. Und dann packt er einfach noch einen Screenshot dahin von einem Galar-Ponyta, was auf der Pokémon-Map in der freien Welt sitzt und daneben eins, wo es im Fangbildschirm sitzt. Das ist schon wieder so gefaked und zusammengekleistert und dadurch zieht er dann seine Aufrufe her und seine Abonnenten, aber da mache ich lieber irgendwas, meine Reviews und meine Essensvideos, die vielleicht nur 10 Aufrufe haben, aber das ist wenigstens von mir, das ist ehrlich, das ist mein Leben, das macht mich aus. Abgesehen davon finde ich seine Videos ja trotzdem interessant, wie er das so rüberbringt, wenn er mal seine Ausbeute zeigt bei Raid-Tagen, der hat auch oft Glück, der hat 300er Groudon oder irgendwas in seinem Video mal gehabt, wo ich dachte, wow, voll krass, krasser Typ auf jeden Fall, aber er faked einfach viel zu viel, meiner Meinung nach. Trotzdem mag ich ihn, aber was er mit seinem Kanal manchmal macht, finde ich einfach richtig kacke. Ihr könnt ja auch mal hier drauf drücken, auf sein letztes Video und L'Oreal-Werbung angucken. Da hört ihr das. Jo Leute, was geht da? Hier ist wieder Bisafan TV. So im Hintergrund geredet. Gebt erstmal einen fetten Daumen und abonniert und vergewaltigt den Like-Button, Bruder. Ich meine, die Art und Weise, wie er redet, finde ich eigentlich cool, finde ich eigentlich genial. Also das macht eigentlich Bock. Wenn der Content dazu stimmen würde, wäre das einer meiner absoluten Lieblings-YouTuber. Aber schon alleine hier in dem Video schreibt er ja auch schon wieder, Skelabra entwickeln Trick. Es gibt keinen Trick. Aber er schreibt Trick in den Titel, einfach nur, damit die Leute das gucken. Kannst du denn nicht einfach schreiben, ich habe mein erstes Skelabra entwickelt, das wäre doch okay, das ist doch die Wahrheit, das passt. Und dann kommen auch Leute und schreiben drunter, wo war da jetzt der Trick und scheiß Clickbait und sonst was. Ich meine, er macht sich dadurch doch keine Freunde. Gut, manche Leute sind auch kacke und haben 1 Million Aufrufe, weil jeder das guckt und tot hatet und dann irgendwann machen sie mal was Richtiges und haben halt eben schon die Reichweite. Ob das sein Ziel und Plan ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er immer eine sehr komische Qualität, aber wenn er immer sein Bisa nachmacht, und da finde ich eigentlich unterhaltsam. Es ist immer so gemischt bei ihm alles. Ja, oh shit, Leute. Oh shit. Oh shit, oh shit. Das wird richtig heftig werden. Und ich würde sagen, wir geben jetzt dem Pokémon das Item und dann geht's auch gleich los, Leute. Oh shit. Let's go. Jetzt wird's entwickelt, Leute. Jetzt geht's ab. Hier dieses Übertriebene, das feiere ich ja eigentlich immer so an ihm. Da ist er, Leute. Da ist er. Der Kronleuchter. Aber es gibt keinen Trick dabei. Geil. Neuer Pokédex-Eintrag ist am Start, Leute. Oh, sogar ein Lucky. Wurde Energieball, ist nicht so cool. Würde ist allgemein nicht so cool. Kann man. hat er nicht was Besseres als Birne? Noch 600 noch was Sonderbonbons. Also,
Ich muss nicht mehr so viel dazu sagen, wenn ich schon hier sehe, Giovanni kommt mit Shiny Rihorn Event. Wo hat er diese Info schon wieder her? Letztens hat er auch was geschrieben und gemacht. Es ist total egal. Er postet immer das raus, schreibt da irgendwas hin und das war's. Das finde ich richtig kacke. Am liebsten würde ich jetzt mein Abo beenden. So, Abo beenden. Aber weil ich ihn so mag, abonniere ich ihn gleich nochmal und aktiviere die Glocke natürlich. Damit ich hier was sehe, dann mache ich mir mal eine Liste, wie viele Fake-Videos und wie viele richtige Videos am Tag online kommen. Ja, der ärgert mich schon immer ein bisschen so, keine Ahnung. Könnte ich mich noch 100 Jahre drüber aufregen. Weiter geht's aber natürlich. Platz 3. Ist das Platz 3? Weiß ich gar nicht. Hä? Ich bin total durcheinander jetzt. Genau. Dann kommen wir zu Hong. Der steht ja auch irgendwo im Zusammenhang mit ihm. Ihr seht, Hong habe ich auch abonniert. 30.500 Abonnenten hat der gute Hong, wenn wir mal das so nennen wollen, der gute. Auf jeden Fall Bisafan TV und Hong. Ich glaube, Bisafan kann Hong nicht leiden oder hat einfach immer mal abwerten so, boah, nee, Hong und geh weg und keine Ahnung. Also ihr seht immer diese Übergänge, diese Leitungen von Chaos Lady zu einer anderen Lady, die ich durch Bisafan kenne, der Hong nicht mag. Und so geht es immer von einem zum anderen. Auf jeden Fall gucken wir mal beim Hong vorbei. Beim Hong muss man sagen, ja, der hat sich gemacht, der hat es auch geschafft. Also ist eigentlich der zweitgrößte Pokémon Go-YouTuber jetzt so, den ich verfolge, den ich kenne. Und ihr seht ja auch, wenn der was hochlädt, da 3000, 3000, 6000. Seine Streams, ja, gehen auch. Dann haben wir wieder 5000, 5000, 12000. Also, ich muss sagen, Hong ist sehr produktiv natürlich. Der haut wirklich jeden Tag auch ein Video raus. Er hat immer den Bezug zu Pokémon Go. Das muss man ihm gutheißen. Und er macht auch viele Streams. Am Anfang fand ich das ein bisschen kacke. Da hat mich das genervt, weil ich dann immer so dachte, ja, der sitzt da in seinem Stream und eigentlich macht er ja nichts. Er sitzt einfach wirklich nur da, macht seinen Bildschirm auf von Pokémon und schreibt unten hin, spendet mir mal jetzt Geld, dass ich mir mal eine Box kaufen kann oder damit ich Internet habe, um den nächsten Monat überhaupt zu spielen. Das fand ich schon ein bisschen arm dann so. Aber vielleicht bin ich da auch einfach nur neidisch, weil ich nicht weiß, wie man Livestreams macht, weil ich nicht so viele Zuschauer habe wie er und weil mir keiner das Geld hinterherwirft, sonst würde ich das vielleicht auch mit offenen Armen empfangen und entgegennehmen. Aber die Livestreams manchmal fand ich dann ein bisschen doof. Trotzdem habe ich sie abends immer drauf gemacht, wenn ich da gesessen habe, habe irgendwas gemacht und dann ist eineinhalb Stunden Hong im Hintergrund gelaufen. Habe ich mitgemacht, war ich auch dabei, komischerweise. Hong habe ich auch schon live getroffen, habe ich in Erfurt auf der Mac getroffen, habe ich in beim GoFest in Dortmund getroffen, habe ich bei der Safari-Zone in Dortmund ein Jahr davor, glaube ich, auch getroffen. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall habe ich schon zwei Bilder gehabt und alles Mögliche. Ich glaube, dieses Jahr auf dem GoFest habe ich noch gar nicht getroffen. Aber auf jeden Fall bei der Safari-Zone in Dortmund habe ich noch getroffen. Da war auch ein Bild her und bei der Mac in Erfurt nochmal ist er auch in ein Video von mir einmal reingelaufen. Fand ich natürlich eine coole Aktion damals. Und an sich ist er ja eigentlich auch cool. Also ich glaube, von allen Leuten, die hier zu sehen sind in dem Video und alles, die ganzen YouTuber, ist Hong wahrscheinlich der mit dem meisten Selbstbewusstsein, mit dem meisten... Ja, mit dem größten Ego, will ich mal sagen. Also der Hong, der läuft immer mit erhobenen Hauptes durch seine Stadt und dem ist wirklich alles scheißegal, was da nebenbei ist. Während andere da schüchtern sind oder rot anlaufen oder sich nicht trauen, was zu sagen. Ich bin ja auch immer wie ein kleines Schulmädchen in meinen Videos. Aber Hong, der läuft durch, das ist seine Stadt, er ist der Big Boss Man. Habt ihr das verstanden? Das ist aber auch der Kritikpunkt, den ich manchmal habe. Dass der manchmal auch einfach so großkotzig wirkt oder so arrogant oder so mit seinen Zuschauern manchmal so richtig ekelhaft umgeht, wenn da jemand eine Frage hat und er gleich, boah, ey, was ist denn los mit dir? Und der kackt manchmal die Leute so einfach an und sagt dann, ja, dann schau doch einfach das Video, oder? Habe ich doch ein Video drüber gemacht, Mensch. Und der pumpt manchmal wirklich einfach die Leute an und
ist da so, er kann sich das so rausnehmen. Also er kann sich sicherlich rausnehmen, das weiß er auch, das fühlt er auch und deswegen macht er es eben auch. Aber man sieht, er wächst weiter, die Nase wird immer höher. Ich hoffe nicht, er wird irgendwann Pookie 2, sondern er bleibt trotzdem Hong. Dann ist ja eigentlich alles okay. Und beim Hong finde ich es cool natürlich, dass er auch immer mit der Cam unterwegs ist, dass er sich filmt. Hong also sowieso ein Vorbild irgendwo von mir gewesen, eben mit der Kamera draußen rumzurennen. Natürlich habe ich eine Scheißkamera und er nicht, deswegen sieht das bei ihm alles besser aus. Hong finde ich aber manchmal hat eben trotzdem auch gerade, wenn er zu Hause da sitzt, in mit seiner Gummipuppe dahinter und es sieht aus wie keine Ahnung. Und er redet und redet und redet. Oft, wenn ich auch Besuchte habe und mache mal ein Hong-Video drauf, die sagen jedes Mal, sie verstehen kein Wort. Der verschluckt die Worte so, der redet so leise, der ist so im Hintergrund. Das passt alles nicht. Sie verstehen nicht, wieso der so viele Aufrufe hat. Dann sage ich immer, ja, ich weiß das auch nicht. Die Leute mögen den aber und das ist so. Auch wenn der manchmal richtig Arschloch ist zu den Zuschauern, trotzdem ist er sich seiner Sache sicher, tritt selbstbewusst auf, auch wenn man ihn manchmal überhaupt nicht versteht oder auch wenn er manchmal sagt, ihr seid alle behindert, ist das trotzdem Hong, wie er leibt und lebt. Deshalb, ja, Hong auf Platz 3, trotzdem nur, würde ich ihn dahin packen. Was ich nämlich auch manchmal komisch finde, seine komischen Produktplatzierungen oder seine Unboxings. Ist ja schön, dass er von jedem gesponsert wird, aber wenn er dann ein gesponsertes Paket aufmacht, und guckt sich das an und sagt, hey, cool, keine Ahnung, was das ist, naja, egal, aber es ist bestimmt cool. Und dann denke ich mir, wie kann ich als Firma jemandem sowas geben, der mein Zeugs dann so, naja, so scheißt auf meine Sachen, keine Ahnung, sich damit nicht beschäftigt oder ich würde als Zuschauer jetzt nicht sagen, wow, die Box muss ich mir unbedingt auch holen, da bestelle ich jetzt auch. Ich würde dann sagen, okay, der sagt, Da ist nur Scheiß drin sozusagen, er weiß selber nicht, was das für komisches Zeug sein soll, davon lasse ich lieber die Finger. Aber das ist egal, denn Hong hat es ja trotzdem geschafft, Hong kommt ja gut weg bei der ganzen Sache. Hong habe ich abonniert, immerhin, ne? Muss ja was heißen. Und in letzter Zeit, muss ich ehrlich sagen, habe ich kaum Hong-Videos geguckt, weil ich immer so extrem beschäftigt war. Ich habe es auch kaum geschafft, Spieletrennvideos zu gucken. Dann muss ich das immer alles nachholen an einem Abend. Und Hong lädt immer so viele Videos hoch, auch manchmal 2, 3 an einem Tag. Und ja, wenn ich Zeit habe, gucke ich da aber trotzdem rein. Und Grüße gehen raus an Hong natürlich. Mach dein Ding einfach weiter, ne? Und lass dir nicht ans Bein pissen. Aber sei vielleicht manchmal nicht so selbstverliebt und arrogant. Dann würdest du auch noch sympathischer rüberkommen. Aber vielleicht ist es genau das, was ihn ausmacht. Dass viele Leute ihn cool finden. Und ihn nicht so sinnlos belächeln. Das also Hong. Haben wir gar nicht reingeguckt beim Hong, ne? Warte mal, wir gucken mal kurz beim Hong rein. Werbung! Ich hab was vorgestellt. Wenn ich schon Till Schweiger sehe und höre. Was geht ab, Leute? Es ist Euder. 13.08 Uhr. Habt ihr auch einen Euder? Schreibt's mal in die Kommentare. Und immer noch nicht steinig, aber kein Problem. Nenn ich hier neben mir ein. War okay, war nichts Besonderes. Standard-Rate. Ich bin einfach so dumm, oder? Würde ich am PC sitzen und würde streamen, hätte ich wenigstens einen schönen großen Bildschirm, der euch das Video zeigt und ich in der Ecke. Aber ich bin ja nicht Unge, ich bin ja auch nicht Hong, ich bin ja niemand und deswegen habe ich einfach keine Ahnung davon. Erzähle ich euch das mal im Nachhinein. Heute nur 3. Checkt das Video von letzter Woche ab. Beim Hong muss ich sagen, manchmal in manchen Videos gibt er sich wirklich viel Mühe. Die sind abwechslungsreich, da sieht man einiges hin und her, er hat interessante Themen, er hat auch off the topic, bringt er da manchmal Sachen raus. Auf der anderen Seite hat er manchmal Videos, die auch einfach so total langweilig wirken, wo auch der Schnitt, ich finde es dann nicht gut geschnitten, ich finde dann, es passiert die ganze Zeit einfach nichts. Dann kommt irgendein sinnloser Schnitt auf was anderes, wo auch nichts passiert, wo ich dann schon wieder denke, boah, hoffentlich ist es bald aus, Mann, mal gucken, vielleicht passiert da doch noch was. Manchmal verliere ich halt den Bezug dann auch zu den Videos, obwohl ich finde, dass es immer eigentlich ansprechend sein soll. Manchmal wäre es besser, mehr zu schneiden und mehr aneinander zu klatschen, als jetzt zu sagen, so, ich strecke das Video auf 10 Minuten, also laufe ich einfach 8 Minuten eine Straße entlang, wo ich ab und zu einfach mal 1, 2 Minuten nichts sage und dann 2 Minuten sage ich, oh, jetzt fange ich noch ein Shiny, so. Also wenn, dann sollten die Videos schon was zeigen und was bieten und nicht einfach nur, ich muss ein tägliches Video machen, also habt ihr jetzt irgendwas.
Aber das ist wieder was anderes. Es ist ja nicht bei jedem Video so, es ist aber bei manchen Videos manchmal so gewesen, dass wirklich einfach das jetzt nicht so flash, dass das halt nicht so diesen Wow-Effekt hat, dass das eher so ein bisschen lieblos hingemacht ist. Obwohl er ja trotzdem immer präsent ist, aber er oft seine Präsenz in seinen Videos nicht nutzt, weil er dann einfach irgendwo rumsteht und die Kamera steht irgendwo anders und es filmt und filmt und filmt und filmt. Weshalb ich mir dann dachte, gut, mache ich das auch einfach so in meinen Videos, was ihr in manchen X-Rates vielleicht auch gesehen habt. Sonst schneide ich das ja immer ein bisschen zusammen mit Musik drunter, Bam, Action. Aber dann habe ich gedacht, wenn Hong das kann, dann kann ich das auch. Orientiere ich mich ein bisschen, lass das einfach mal so laufen. Jetzt aber egal, wir haben eigentlich genug von Hong geredet, deswegen gehen wir jetzt mal weiter und gehen mal auf Platz Nummer 2. Der, nämlich, wer war Platz Nummer 2, wo haben wir denn... Genau, Spieletrend. Und Spieletrend seht ihr, der hat 307.000 Abonnenten. Zu Spieletrend muss ich eigentlich nichts sagen, denn Spieletrend kennt ihr ja alle. Was ich gut finde bei Spieletrend ist, der hat natürlich eine sehr gute Audioqualität. Im Gegensatz zum Hong, bei dem finde ich die Audioqualität meistens schlecht. Dann finde ich halt, Spieletrend hat eine sehr sympathische Art und Weise, wie er redet, wie er den Zuschauern gegenüber ist, alles. Was Hong halt auch nicht immer hat, weil Hong meistens immer so arrogant und böse und gemein ist. Und bei Spieletrend finde ich es gut noch, dass er eben sehr informativ ist, aber der bezieht ja seine Infos und alles immer aus erster Hand von der Yantic hin und her. Der weiß immer sofort, wenn was abgeht und kann das als erstes dann immer da zeigen. Also Spieletrend natürlich sehr informativ, sehr sympathisch, gute Qualität. Was mir bei Spieletrend aber ein bisschen fehlt, der legt zwar viel Wert auf Infos, aber gut, er zeigt auch viel, wie er spielt, aber man sieht eben immer nur seinen Bildschirm und nicht wirklich was von ihm. Das ist das, was mir bei Hong eigentlich gefällt, dass Hong wirklich immer aktiv draußen unterwegs ist, mit der Cam am Start, dass du auch mal siehst, wo spielt der, wie sieht die Umgebung aus, wenn er beim Community Day, beim Raid Day mal rumläuft, man sieht auch mal andere Menschen in den Videos, du hast wirklich so einen Eindruck von dem Spielgeschehen, von der Stadt. Das ist das, was ich beim Spieletrend leider vermisse, dass es eben alles immer nur, ich sitze zu Hause und rede mein Zeug und das war's. Dafür sitze ich am Mikrofon und habe gute Qualität, aber mir fehlt irgendwie dieses Personenbezogene, dass der mitten in der Action ist, weil der ist ja dort und rennt da rum mit seinem PC und seinem ganzen Zeug, also seinem Laptop, und nimmt das alles auf, aber du siehst ja selber nichts davon. Und das wäre sicherlich komplett interessant, mal zu sehen, wie so ein Daniel Schilling seinen Raid-Tag nutzt oder seinen Community-Day verbringt. Beim Hong siehst du das? Auch wenn es sich beim Hong komisch anhört oder der Hong dann sagt, du dumme Sau. Aber beim Spieletrend, das siehst du eben nicht. Du siehst dann im Nachhinein, was zusammengeschnitten ist und fertig. Trotzdem Spieletrend von seiner ganzen Art und Popularität und seinem familienfreundlichen Content, den Infos, dem ganzen Drumherum hin und her, war das erste, was ich je gesehen habe und schon vor Hong verfolgt habe. Deswegen Spieletrend bei mir immer noch eine Stufe weiter als Hong. Dafür sprechen ja auch die Abonnenten und so weiter, ne, von Spieletrend. Wie gesagt, brauchen wir uns jetzt nichts angucken, aber der nur auf Platz 2, denn jetzt kommt endlich die Nummer 1, obwohl ich so lange geredet, was mir bei Spieletrend noch negativ aufgefallen ist, Freundchen. Darauf erstmal ein Bier. Manchmal kommt es mir bei Spieletrend, jetzt muss ich nämlich doch mal was kritisieren, so vor, als hätte der manchmal einfach keine Ideen und wüsste einfach überhaupt nicht, was er als tägliches Video machen soll. Und so ist es immer deutlich, wenn ihr merkt, er weiß nicht, was er machen soll, bringt er halt einfach ein Eiervideo zur Überbrückung. Es ist nicht so, weil, also es wirkt nicht so, wie er will jetzt unbedingt das Eiervideo machen und hin und her, sondern er hat nichts anderes, also muss er ein Eiervideo da reinknallen, einfach so ohne Bedeutung. Du siehst dann einfach so, wie 20 Eier am Stück aufgehen und tschüss, das war's. Das ist für mich, naja, ich kann ja mal so ein Eiervideo machen, okay. Aber irgendwann sind die halt auch uninteressant. Es kommt ja trotzdem meistens immer nur das Gleiche raus. Aber das ist was, wo ich finde, dass Hong da irgendwie kreativer ist in seinen Themen, die er bringt, dass er selbst eigene
Sachen nimmt und sagt, wir machen heute mal ein Video zu dem Thema und zu dem Thema und zu dem. Da finde ich Hong sehr kreativ, also der hat da ein weiteres Spektrum und so. Und Spieletrend ist manchmal, wenn er keine Infos kriegt, die er raushauen kann und auf sich alleine gestellt ist, ist manchmal ein bisschen unkreativ. Fällt mir auch schon auf, wenn es heißt, heute neues Video, der nächste Community Day wird angekündigt. Er macht ein Video über den nächsten Community Day. Eine Woche später macht er nochmal ein Video über denselben Community Day und einen Tag vor dem Community Day macht er nochmal ein Video über denselben Community Day, wo einfach nur heißt, alles, was ihr für morgen wissen müsst. Das ist aber das, das haben wir doch schon vor ein paar Wochen alles gehört. Das haben wir danach nochmal gehört. Und jetzt sagt er alles genau einfach nochmal. Ich meine, wir kriegen alle die Ingame-Benachrichtigungen. Wir wissen, an welchem Tag das ist, welche Attacke das erlernen kann, welche Boni das hat, wie die Zeit ist, von wann bis wann, hin und her, keine Ahnung. Community Days laufen in der Regel ja sowieso meistens gleich ab. Da gibt es also nicht so besondere Dinge, die man jetzt unbedingt nochmal neu braucht. Aber das ist wieder das, wo ich mir denke, manchmal fehlt die Kreativität und so werden Sachen genommen und immer wieder recycelt und recycelt, um halt jeden Tag wirklich ein Video zu gewährleisten. Aber irgendwo, ja, fehlt halt manchmal der Inhalt oder es ist halt das, was man eigentlich schon alles kennt. Oder wie eben mit diesen Eierbrüt-Videos. Obwohl Spieletraining natürlich auch manchmal seine Glanzpunkte hat, wo er ein Thema nimmt und macht da was Eigenes. Das kann ich euch jetzt hier mal kurz zeigen. Gucken wir doch mal kurz ein Video. Wir gehen nicht drauf, wir suchen es nur mal, damit ich nochmal weiß, um was es ging. Nein, 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 nein. Genau! Top 10 Lucky Trades mit und ohne Spezialtausch. Das zum Beispiel ein sehr gutes Video gewesen, sehr informativ, dass man sehen kann, welche Pokémon sind nützlich, welche lohnen sich mit dem Lucky Trade zu tauschen, wo ihr keinen Spezialtausch vergeudet oder was wäre gut mit Spezialtausch, welche Shinies, welche sonst was, keine Ahnung. Das also ein geniales Video, was jetzt nicht mit irgendwelchen News mithält, wo er nicht mit einer Kamera rumrennt und alles, aber trotzdem, wo mal ein eigenes Thema für ein Video genommen wurde und ihr einfach da was Gutes sehen könnt. Also Spieletrend, der kann das auch. Auch wenn die Kreativität mir manchmal fehlt, trotzdem überzeugt er eben durch seine schönen, beruhigenden Videos, seine gelassene, chillige, sympathische Art und alle möglichen. Jetzt kommen wir aber wirklich zur Nummer 1. Da müssen wir nochmal zurück. Und wer aufgepasst hat, der weiß schon, wer die Nummer 1 ist, denn auf der Liste ist nur noch einer übrig. Jo, mei, die Nummer 1 ist das 5-0 Dosenbier. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Rapsus. Spaß, wir sind natürlich zurück. Denn einer fehlt noch. Den seht ihr hier. Das ist der Julian. Da müssen wir aber nach unten. Der Julian. Der hat nämlich jetzt seinen komischen mit dem Julius zusammen den Kanal FIFA Goals irgendwas. FIFA Goals United oder so. Das eben sehr traurig. Ich meine, eigentlich müsste ich den zur Kategorie Pookie zählen. Weil Pookie kein Pokémon mehr macht. Und Julian macht eben auch kein Pokémon mehr. Aber Julian ist Pokémon immer treu gewesen. Und hat auf dem Kanal dann einfach irgendwann nichts mehr gebracht. Hat aber nicht einfach den Kanal umbenannt und andere Scheiße gebracht. Sondern hat einfach halt nichts mehr gemacht, aber der Kanal ist legendär. Julian, der wird gleich mal abonnieren, das ist ganz wichtig. Warum habe ich den nicht abonniert? Gleich mal Glocke aktivieren, da kommen ja eh keine Videos rein. Denn Julian, der kombiniert einfach alles aus allen anderen Bereichen, außer die Livestreams und außer Tittenbonus. Trotzdem, der Julian, der ist so einer, der hat immer die neuesten News wie Spieletrend gehabt. Der hat eine gute Audio- und Videoqualität gehabt, also Audioqualität wie Spieletrend. Der hat eine sehr sympathische Art und Weise, sogar noch sympathischer als Spieletrend. Das geht eigentlich gar nicht, aber stellt euch das mal vor. Der hat diesen Aspekt vereint, dass der mit einer Kamera live im Geschehen ist, wie Hong zum Beispiel, nur dass er nicht so unfreundlich wie Hong ist in manchen Bereichen. Und der hat also eigentlich alle positiven Dinge der anderen einzelnen Leute genommen und vereint. Deswegen habe ich mir den auch so gerne angeguckt. Der hat auch sein
Ach nee, der war auf Teneriffa hier. Genau, das seht ihr da. Auf Teneriffa ist er da rum und hat Werbung gemacht. Wieso sehe ich so weiß aus die ganze Zeit? Was ist mit dem scheiß Licht los, Mann? Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu meiner Zusammenfassung der Monate im März. Schau doch mal, wie süß der aussieht, wie er da auf seinem Stühlchen sitzt. Der ist wenigstens nicht so extrem überleuchtet wie ich. Aber der tut seine Zusammenfassung dahin, der redet da, da ist Musik dabei. Das Video sieht gut aus. Hong, der sitzt immer so ein bisschen verlassen in seiner Wohnung. Ich sitze so ein bisschen verlassen in meinem Schlafzimmer. Wo verlassen der Spieletrend sitzt, das sieht man gar nicht. Aber Julian trotzdem mit Video, sehr sympathisch. April in Pokémon Go, falls ihr den ersten Teil verpasst haben solltet, könnt ihr den gerne. Und die Audioqualität ist auch richtig genial. Den Link in der Videobeschreibung kommt ihr dahin. Da habe ich euch gesagt, es hat echt bei Sonfell und bei Inomise sehr, sehr lange gedauert, bis ich da meine ersten gefunden habe. Obwohl ich ziemlich am Anfang schon mal in das Nachbarörtchen los. Der hat so eine tolle Art und Weise immer gehabt zu reden, das war immer so beruhigend. Er hat seinen Community Day hier auch gehabt. Auch die Musik, die er immer mit reingenommen hat. Hey, Julian hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Go Video. Und zwar zum zweiten Video aus Teneriffa. Er erinnert mich zwar immer noch an einen Kramurks, aber trotzdem, der hat einfach so eine sympathische Ausstrahlung und das hat so Bock gemacht, einfach immer seine Videos zu gucken. Eierhai halbiert sich die Distanz nicht, gut, dass ich deshalb fast keine Eier in Brütern hatte. Shiny! Voldilam, das ist auch schon 100 Jahre her. In 5 Minuten haben wir unser erstes Shiny, das, so muss es doch laufen. Goldene Beere habe ich draufgeworfen und irgendwie hatte ich gerade Lust, das mit einem Pokéball zu fangen. Hoffen wir mal, dass... Und Julian, der hat ja auch mal dieses Battle gegen Hong gemacht, wo die einfach geguckt haben, wer hat mehr 100%ige von Generation 1, von Generation 2. Das ist also auch cool, ich habe ja gesagt, Hong immer sehr kreativ in seinen Themen und Bereichen. Julian da auch mitgezogen, so ein bisschen Crossover hin und her. Und ja, der einfach rausgekommen ist mit der Kamera. Auch hier 50 legendäre Raids mit Fahrrad an einem Tag. Diese Wafu. Heißt das Wafu? Diese Methode, wo man also wirklich in die Lobby geht, sobald der Kampf losgeht, gleich weiter zum nächsten. Dieses Tap and Go hin und her und so viele Raids am Tag wie möglich zu machen. Das hatte der auch in seinem allerletzten Video. Hat er sich mit einer Gruppe zusammengeschlossen. Die haben da so eine Art Fahrradtour gemacht und haben geguckt, wie viele Raids sie dann wirklich schaffen in Karlsruhe. Und haben versucht, da den Rekord zu brechen. Und das sind doch so geniale Videos. So was habe ich von Spieletrennen einfach noch nie gesehen. So eine Tour, das ist das, was mir fehlt. Und Hong, der macht zwar solche Touren, aber die sind meiner Meinung nach nicht so schön geschnitten und nicht so schön mit Musik unterbemalt und so sympathisch dargebracht, wie es bei Julian war. Julian deswegen die Nummer 1, der einfach alles kombiniert hat. Ja doch, lass den mal machen. So ungefähr haben wir den gemacht. Dann haben wir den Nordic von Team Blau. Dann, wie eben gesagt, er hat extra durchgemacht. Danke nochmal an dich, Tim von Team Blau. Er stellt auch seine Leute vor und alles, die da mitmachen. Die sind den ganzen Tag da unterwegs gewesen. Es regnet, naja, ich sag jetzt mal nicht in Strömen, aber es regnet beständig. Wir sind alle schon ziemlich durchnässt. Man hätte zwar auch beim Regen weiter raiden können, aber... Und immer das Carbador hinten auf der Heizung, also... Ich find's schade wirklich, dass Julian nichts mehr macht, beziehungsweise nur noch, FIFA zockt, weil Fußball, ne, damit habe ich ja gar nichts am Hut, ne. Bier trinken, das kann ich. Fußball, das kann ich nicht. Fräsen kann ich. Aber zurück zum Thema, der arme Julian, ne. Gott hab ihn selig. Das also, wenn ich wirklich sagen müsste, wer mein Vorbild war, dann ist es Julian, weil der wirklich eigentlich, weiß ich nicht, der ist wie ich, ne. Nur, dass ich in die Assi-Version bin. Ich bin wie Julian, nur in der Assi-Version, genau. Nein, aber schade, dass er nichts mehr macht. Trotzdem für mich ist und bleibt einfach die Nummer 1, was Pokémon Go betrifft, betraf und betreffen wird. Da kommt nichts ran. Ich glaube nicht, dass Hong sich mal so von der Art und Weise ändert oder dass Spieletrend mal so sein ganzes Prinzip umstellt und seine Videos ganz anders macht. Deshalb... Extra langes Video, Alter. 48 Minuten, jo mei, das wäre doch ein Livestream gewesen. Wer guckt sich denn ein 48-Minuten-Video an?
Jetzt muss ich versuchen, das Video noch an alle Leute zu schicken, die in dem Video vertreten sind. Und dann habe ich 1 Million Aufrufe und 10 Millionen Klicks. Und dann kann ich hier unten ein Bild einblenden. Bitte spendet jetzt, damit ich mir meine nächste Dose 5-0er Bier kaufen kann. Also reicht eigentlich, wenn einer spendet, beziehungsweise brauche ich nur eine halbe Spende. Dann kann ich das schon machen. Das war es aber, glaube ich, jetzt von meiner Seite aus. Wen fandet ihr cool? Habt ihr die alle gekannt? Die ganzen Pokémon Go YouTuber, die ich jetzt genannt habe. Wie wäre eure persönliche Reihenfolge von diesen Leuten? Schreibt wirklich mal die Nummerierung rein, vom letzten bis zum ersten Platz, wie ihr die geordnet hättet, wie sie euch gefallen. Und wen habe ich vergessen? Wen gibt es noch? Wen guckt ihr sonst noch? Wen empfehlt ihr mir? Wen kann ich mir also noch angucken? Und ja, wie würde ich denn abschneiden auf der Liste? Hey! Nein, ich bin ja ein kleines Licht. Ich bin kleiner als Lichtl und das ist schon nur so eine kleine Kerze und deswegen. Das war es aber, glaube ich, von meiner Seite aus. Wenn ich streamen könnte und nicht so behindert wäre, dann würde ich gerne auch öfters mal sowas machen, so YouTuber bewerten oder einfach mal sagen, dass ihr mir YouTuber nennt, die ihr cool findet und ich gucke da mal rein und schaue mir ein paar Videos von denen an und bewertet den ihren Content oder so ähnlich. Das wäre sicherlich auch interessant, weil in der YouTube-Landschaft kenne ich mich eigentlich überhaupt nicht aus. Und einfach mal mir ein paar Sachen zu zeigen, beizubringen, dass ich meinen Horizont erweitere und ihr natürlich dann wisst, wie das bei mir ankommt, wir zusammen sowas gucken können. Das wäre richtig genial, aber ich glaube, das liegt in den Sternen und wird wohl niemals passieren. Außer irgendjemand kommt hierher zu mir und zeigt mir, wie das geht. Solange das keiner macht, werde ich weiter jämmerlich hier verrecken, sitzen und mein billiges Dosenbier trinken. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.